Ja, Freunde, da bin ich wieder mit meinem letzten Part zu Akuchi the Heartless. Und ja, wir waren beim letzten Mal bei Gehenna, sind wir rausgekommen. Und wir haben alle Seelen. Alles. Und genau. Würde ich sagen, geht's jetzt, also das ganze Spiel quasi ging nur darum, dass der Baron uns verarscht hat. Und wir haben jetzt sein Siegel beschafft und er hat jetzt halt unsere Kesho gefangen genommen. Und wir sollen sie jetzt befreien, dann würde ich sagen. Endboss. So. Samedi, das letzte Gefecht, Verrat. Kämpfen sie um Kesho und ihre Rettung. So sieht's aus, Freunde. Das letzte Gefecht hier, der letzte Endbosskampf. Wartet auf uns. Wie unhöflich von mir. Ich habe etwas vergessen, das dir ja sehr lieb ist. Kesho, zeig dich, meine Schöne. Keine Angst, Akuchi. Nachdem deine Frau dich hat sterben sehen, wird sie mir auf eine Weise dienen, wie du es nicht konntest. Akuchi, der Baron ist in deinen Bruder gefahren und hat ihn zum Mord an dir verleitet. Er war es, der durch meine Stimme zu dir sprach. Du musst ihn vernichten, sonst wird ganz Marmora untergehen. Ja, er will sie quasi als Sexsklavin halten, so habe ich das verstanden. Aber das kommt nicht in Frage, dieses Arschloch da. Nee, so nicht, mein Freund. So, jetzt können wir erstmal hier in seinen ersten Zauber. So, Stromschlag. Ja, wir sind hier in so einem Höllenfürst. Keine Ahnung, was das ist. Oh Gott. Komm schon! Seelensucher, die brauche ich. Die brauche ich ganz dringend. So, das ist jetzt nämlich echt anstrengend hier, muss ich sagen. Also, so, dann. Zack, 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 zack. So, dann gehen wir weiter hier hinten. Ich muss ja nämlich immer diese Zauber holen. Und wenn er mich einmal am Sack hat, dann hat er mich richtig am Sack. So, jetzt dann Stromschläge. Oh Gott, was war das denn? Hä? Wollte mich erschrocken. Was war das? Wo ist der? Wo ist denn der? Ah, da, okay. So, zack, 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 zack. Weg mit dem! Hau ihn um! Hau ihn um! Oh Mann! Alter, der schubst mich irgendwie hier weg oder so. So. Und dann zack, 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 zack. Ah, okay. Wow! Ah, der hat Gefangennahmen. Ah, das ist unfair. Das ist unfair. Grüne Gefangennahmen. Wo ist er denn? Der hat nämlich... Ne, ich sag lieber noch nichts. So, dann... Und weiter geht's. Ich brauche mal Leben hier. Irgendwo hier muss doch Leben sein. So, weiter geht's. So, vorsichtig hier. Nicht, dass man irgendwo runterfällt. Jo. So, dann... Ah, der ist ja hier. Was macht der denn hier? Ah! Todesheim. Scheiße, Gefangennahmen. Oh Gott. Alter Schwede. Der hat Dings. Der hat diese Vernichtungsschläge hier. So, jetzt brauche ich aber echt mal ein Leben hier. Oh Mann, das ist echt anstrengend hier. Also, huiuiui. Speziell, wenn man eine Pause gemacht hat in Akuchi und die Steuerung nicht mehr so ganz hundertprozentig drin ist. Und wenn das Spiel leckt, dann ist das schon echt anstrengend, muss ich ja sagen. Jetzt komm doch! So, da ist ein Leben, sehr schön. So, dann... Jetzt schmeißt er nämlich nur noch hier diese Dinger. So, einfach dem Schatten hinterher. Und direkt... Nein, nicht... Ach, Penner. Ja, kill dich ruhig selber, ist okay, Freund. Der macht immer dasselbe jetzt, das ist halt das. Und... So. So, wo ist er jetzt? Ah, da ist noch ein Zauber. Moment. Da ist noch ein Zauber hier. Ah, Stromschläge. Die brauche ich für gleich. Ah. Habe ich es jetzt schon verraten? Ich glaube, ich habe es schon verraten. Aber ist egal. So, weiter geht's. Einfach weitermachen hier, komm. Weitermachen hier. Ah. So, die Seelensucher. Die kann ich verwenden. So, wo ist der denn? So, okay. So, dann... Man denkt ja jetzt, dass der tot ist, aber der Typ hat eine zweite Phase.
Das ist was, das ist richtig schweinig. Und hier. Und hier, das sind deine Stromschläge. So, egal, komm, weg hier, weg hier. Oh Gott. Dieser Bosskampf von Akuchi, ey, der ist wirklich echt anstrengend, muss ich ja sagen. Ah, hier gibt's doch ein Blutschild, oder? Genau, den brauche ich jetzt. Blutschild. Den brauche ich jetzt. Wo ist er? Da ist er schon. Da ist er schon. Oh Gott, okay, so. Und dann hier. Dann komm. Dann komm, lass mich dich mal angreifen. Und dann hier. Zack, zack, zack. Ich treffe den irgendwie nicht. Warum treffe ich den denn nicht? Hä? Ah! Scheiße. Oh Gott. Wo ist denn hier jetzt das Leben, ey? Ich muss da hier Leben finden. Ja, sehr schön. Okay, gut. Frage ist jetzt wirklich, warum habe ich ihn eben nicht getroffen? So, dann... Ich treffe den nicht. Warum treffe ich den denn nicht? Oder funktioniert der Blutschild nicht? Doch, er funktioniert, ich habe es gesehen. Aber halt nicht so gut, ne? Mann, diese Ruckler hier, wirklich. Ich muss den jetzt aber auch mal langsam mal beschwächen hier. Also, wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er, komm! Hau drauf, Akuchi, hau drauf! Hau drauf! Oh, fuck. Okay, egal. Ich habe ihn jetzt erstmal schön geschwächt. Okay. So. Ah. Hau mir bloß ab mit deinem Scheiß. So, dann gib mir das! Was auch immer das ist. Ah, okay. Gefangennahme. Okay. Ah, der ist noch nicht wieder da. Scheiße. Ja, die verschwinden. Und hier, Seelensucher, komm. Die brauche ich auch. Ganz dringend. Die Frage ist jetzt, wo ist der? Wo ist der? Hier hinter ist der. Okay, dann. Hier. Oh. Der weiß gar nicht, wo ich bin. Hahaha, Penner. Spasti. Nein! Oh Mann. Wow. Wow, was ist das denn? Ja, Moment mal. Das Lebensding war ja da hinten, ne? So, ich muss jetzt einfach... Oh Gott! Der hat irgendwelche Sucher. Oh Mann, ist das fies. Oh Gott, ist das gemein. Oh Mann, nee, komm schon. Ah, letzter Part hier von Akuchi, den will ich noch einigermaßen... schaffen hier. Ja, nein. Dieses Scheißdinger trifft man aber auch nicht. So, jetzt. Und Leben. Hol dir das. Bitte. Hol dir doch das Leben. So. So. Wo ist denn der? Da hinten. So, okay, dann zauber mal den Blutschild. Zauber den Blutschild. So. Und jetzt komm. Oh. Oh, der schwebt in der Luft, ey. Den trifft man nicht. Oh. Den trifft man nicht. Nee. Okay, weg. Okay, weg hier. Den trifft man nicht. Ah, scheiße. So, egal. So, die Stromschläge jetzt. Und jetzt muss alles passen. Habe ich es gesch... wo ist er denn? Da hinten. Dieser Ruckler. Und... Ja! Ich hab ihn. Ich hab ihn. Wo ist der Spasti? Ah, Gott sei Dank, ey. Geschafft. Keshu. Oh. Ich habe Schande über meine Vorfahren gebracht. Ja, gut. Mein Geliebter, du konntest es nicht wissen. Yes. Was du getan hast, geschah nur aus Liebe. Jetzt hast du alles wieder gut gemacht und bist wieder ein ganzer Mensch. Ich liebe dich, Akuchi. Kehr heim und werde mein Mann. Ich brauche dich und unser Volk auch. Und unsere Hochzeit wird Mamora Frieden bringen. Dafür bleibt morgen noch Zeit genug. Ja, genau, Freunde. Das war Akuchi the Heartless. Ja, boah, dieser Bosskampf, der war echt anstrengend. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Boah, also nicht schlecht. Ich muss gerade mal hier ein bisschen entspannen. Naja, egal. Ja, Freunde. Das war die 100% Challenge von Akuchi the Heartless. Also ein wirklich gutes Kindheitsspiel, was mir noch in Erinnerung geblieben ist. Deswegen habe ich es ja auch let's played. Ich
ich wollte es halt jetzt nochmal zu Ende bringen. Von Eidos Interactive aus dem Jahr 1999, glaube ich. Und ja, wie gesagt, also Grafik war gar nicht mal so schlecht für das Alter, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und die Story, ja gut, von der Story hat man halt nicht viel mitbekommen. Der Baron hat einen halt durch die Hölle geschickt, um halt, ja, die Gegner zu killen und die Seelen zu sammeln. Was ist da in Story groß übrig geblieben? Wir haben unsere Frau gerettet. Und ja, das war's so ziemlich. Also, ja, keine Ahnung. Der Bruder, der ist wohl jetzt für immer in den ewigen Jagd drin. Und ja, genau, also Akuchi hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hat mich auch gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Weil ich habe das ja schon mal gespielt, aber das wollte ich halt nicht so stehen lassen. Und ja, genau, jetzt habe ich die 100%. Und bin gespannt, ob es gleich noch irgendeinen Bonus dafür gibt oder so. Weil bis jetzt habe ich ja noch nichts gesehen. Und ja, Freunde, nächstes Projekt, ja, nächstes Let's Play-Projekt, das wird... Na, sage ich gleich, die Endszene ist vorbei. So, kommt jetzt noch was? Oh, tatsächlich! Oh, okay. So eine Cutscene am Ende geschenkt bekommen. Einfach nur dafür, dass man alle Seelen bekommen hat. Ja, geil. Sieht gut aus. Also Akuchi hat halt irgendein Vieh geopfert und eine Frau ist tot umgefallen. Warum auch immer. Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Vielleicht, wahrscheinlich war das die Hochzeit oder so. Keine Ahnung. Naja, wie gesagt, Freunde. Nächstes Projekt wird dann Destruction Derby Arenas werden. Für die PlayStation 2. Das werde ich anfangen, nächste Woche aufzunehmen. Hoffentlich. Und ja, gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich nochmal für alle, die zugeschaut haben. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann lasst doch ein Like oder Abo da. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei Destruction Derby Arenas einschaltet. Okay, ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, bis denn, ne?